Ich glaube, das Leben in der Gemeinschaft, das Leben auch in vielem leichter und auch spannender macht. Das Leben in einer Gemeinschaft, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und ich erfahre, je mehr ich mich selber hineingebe in diese Gemeinschaft, desto mehr wird sie für mich zu einem guten Ort, wo ich mich daheim fühlen kann. Ich hatte auch immer gute Aufgaben, Aufgaben im Ort selber, Aufgaben in der Seelsorge. Vor allem die Seelsorge schenkt uns Nähe zu den Menschen. Und ich bin froh, dass unser Ort immer wieder die Nähe von den Menschen sucht und solidarisch mit den Menschen auf dem Weg ist, vor allem mit den Armen und mit den Schwachen. Ich habe eine Schreinerlehre gemacht und habe während dieser Zeit Kontakt mit den Kapuzinern gehabt. Und es hat mir gefallen, vor allem wie sie ihren Tagesablauf vollbracht haben, wie sie miteinander umgegangen sind und einfach die Offenheit und Herzlichkeit zu den Gästen, das hat mir Eindruck gemacht und ich habe gedacht, das könnte auch ein Weg für mich sein. Ich bin eigentlich ein Kapuziner, der nichts gewusst hat vom Franziskus und auch sehr wenig vom Kapuzinerorden. In meiner Berufung ist es eigentlich ganz einmalig gegangen. Ich habe in einer Altpapiersammlung im Pfarrhaus ein Büchli entdeckt und das hat sich dann nachträglich herausgestellt als die Nachfolge Christi, ein kleiner Auszug. Und auf der ersten Seite ist gestanden von dem Büchli, wenn du willst glücklich werden im Leben, dann musst du machen wie die Ordensleute. Und weil ich keine anderen Ordensleute kennt habe, habe ich mich entschlossen, bei den Kapuzinern anzuklopfen. Ein wichtiger Grund, warum ich auch Kapuziner geworden bin, mit 17 durfte ich mit einer grossen jugendlichen Reisegruppe nach Assisi gehen. Ich durfte dort Assisi und die Umgebung kennenlernen. Ich bin auch Franziskus und seiner Geistigkeit begegnet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe bei den Kapuzinern angeklopft und man hat mich aufgenommen, aber zum Vornherein schon gesagt, du wirst zuerst Kapuziner und dann schauen wir, was du machen kannst. Ich war dann ein paar Jahre in der Entwicklungshilfe, zurückgekommen in die Gemeinschaft, wo ich mich sehr wohl fühle, wo ich weiss, Gemeinschaft treibt mich. Ich brauche Gemeinschaft, das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Eucharistiefeier, das gemeinschaftlich Zusammensein. Und ich muss sagen, es ist ein Leben, das mich sehr, sehr erfüllt. Wenn ich in meiner Berufung probiere, innerlich treu zu bleiben, dann habe ich auch Heitere in mir inne und es mag Trauer geben über meine Mängel oder es mag ein Leiden geben, sogar über Unrecht, das man sieht. Es wird wie nicht ausgelöscht, die Heitere. Güte und Einfachheit, das sind die Merkmale, die mich bei den Kapuzinern schon als junger Bub sehr beeindruckt haben. Ich habe mich auch sehr früh mit der Gestalt von Franziskus auseinandergesetzt. Es ist mir bewusst worden, er hat in einer anderen Zeit gelebt. Er hat auf andere Fragen, auf andere Bedürfnisse müssen eine Antwort geben. Aber er hat einen Stil gehabt, Güte und Einfachheit. Wir Kapuziner haben auch probiert, in der Zeit Antworten geben auf Bedürfnisse. Wir wollen etwas weitergeben, was uns wichtig ist. Wir versuchen es heute noch. Die Aufgaben sind anders geworden. Aber der Stil, die Art, wie man es weitergibt, was man möchte unter den Leuten verbreiten, ist doch Güte, Einfachheit, eine Form vom Zusammensein, wo Brüderlichkeit heisst, wo Brüderlichkeit verwirklichen tut. Nicht nur in der Schweiz, sondern möglichst weltweit.